Wir haben in Deutschland furchtbare Tage hinter uns. Kein Tag, ohne dass irgendwo Grauenvolles passiert. Der Bahngleismord in Förde, verübt von einem vielfach vorbestraften, nicht aufenthaltsberechtigten Kosovo-Serben. Wie viele Kriminelle mit Migrationshintergrund vom schwer arbeitend steuerzahlenden Bürger rundum großzügig versorgt. Die Ermordung des kleinen Jungen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Die Abschlachtung mit einem Schwert in Stuttgart durch einen Scheinsyrer, einen 2050er Flüchtling. In Dortmund metzelt ein Afghane seine Ehefrau nieder, entlockt die Leiche im Koffer. Statt Konsequenzen zu ziehen, effektive Grenzkontrollen, Aufstockung der Polizei, Ausweisung krimineller Migranten. Was tut der Innenminister? Er schwafelt gegen rechts. Ein Land, meine Damen und Herren, das so fahrlässig mit der Sicherheit seiner Bürger umgeht. Ich frage mich, wie viele Opfer muss es eigentlich noch geben, bis etwas geschieht? Das Schicksal Deutschlands liegt jetzt bei den Wählern der AfD. Denn die Sicherheit am Bahnsteig, sie beginnt doch mit der Sicherheit an der Grenze. Wir brauchen nicht Städte, die sich ausrufen zu sicheren Häfen. Wir brauchen sichere Schulen, sichere Bahnhöfe, Parks, Schwimmbäder. Wen ein Facebook-Kommentar mehr aufregt als Vergewaltigen und Morde, wie diese Hassfrau hier vorne, der ist selber Teil des Problems. Und zum Frankfurter Bahngleismord. Es wurde da natürlich nicht geschubst, sondern gemordet, in den Tod gestoßen. Und natürlich sind auch die Eritreer mitnichten zu Hause verfolgt. Die fahren regelmäßig in den Urlaub heimwärts, genau wie die ebenfalls nicht verfolgten Syrer. Und meine Damen und Herren, der Syrienkrieg ist aus. Und selbst wer verfolgt wäre, Afrika ist ein großer Kontinent, niemand muss von ihm fliehen. Nach der Ankunft im Nachbarland eines eventuellen Fluchtlandes sind es nur noch Reisende. Aber Deutschlands Grenzen, sie bleiben sperrangelweit offen. Letztes Jahr 43.000 unerlaubte Einreisen. Aber der Innenminister ist nach wie vor nicht mal willens zu verhindern, dass sogar Leute ohne Papiere anstandslos über die deutsche Grenze hereinspazieren. Aber man muss es immer wiederholen. Binnen weniger Tage in Deutschland massakriert ein Afghane seine Ex-Freundin, Mutter zweier Kinder, mit 70 Messerstichen. Ein Syrer schlachtet sein Opfer in Stuttgart straßenöffentlich mit einem Schwert ab. Ein Eritreer stößt einen kleinen Jungen in den Tod. Unter dieser Regierung ist Deutschland das Land der öffentlichen Morde geworden. Chemnitz war nichts anderes, meine Damen und Herren. Und die Kanzlerin macht Urlaub. Der Innenminister hetzt gegen rechts. Und jetzt beim Schwertmord von Stuttgart, der Staatsfunk kommt seiner vornehmsten Aufgabe nach, der Informationsunterdrückung. Deutschland im Jahre 2019, Tagesschau vorgestern, ein Hussein aus Syrien, der lebt seit 4 Jahren hier als Flüchtling. Der Herr ließ Frau und Kinder 4 Jahre im lebensgefährlichen Syrien allein, nun hier zusammengeführt, denen ist dort natürlich gar nichts geschehen. Zum brutalen Mord in Stuttgart aber kein Wort. Während die Presse in England, die Presse in Frankreich, in Amerika berichtet, bleiben ARD und ZDF bei ihrem regierungskonformen Verschweigungsauftrag. Desinformationsjournalismus von Haltungs-, ja Gesinnungsjournalisten, die Deutschland längst nur mehr ansehen als gesellschaftspolitisches Erziehungslager und ihren staatlich verpflichteten, objektiv-neutralen Informationsauftrag vernachlässigen. Und schon wieder bricht das ganze Konzert der Beschwichtigungen los. Scheinlösungen, Vorsicht an der Bahnsteigkarte, Einzelfall, psychisch krank, Beziehungstat, von rechts instrumentalisiert. Schuld ist die gesellschaftliche Klimavergiftung und der Hass. Nötig ist überhaupt nur ein Kampf gegen rechts. Mit dem verlogenen Gerede von der Verrohung des gesellschaftlichen Klimas sollen die diese Gewaltexzesse erleidenden Bürger, allen voran die Regierungskritiker, auch noch in Mitverantwortung genommen werden für eine verantwortungslose Regierungspolitik. Seit 2015 sind doch Angriffe mit Messern, Äxten, Schwertern immer wieder vorgekommen. Aber für die politische Einwanderungsmafia sind ermordete Menschen scheint's Kollateralschäden. Das Land wird an die Wand gefahren. Wer außer der AfD, frage ich Sie, will dem überhaupt noch Einhalt gebieten?
Sofort Grenzen effektiv schützen, alle Unberechtigten abschieben, samt Straftätern und Gefährdern. Nur noch Sachleistungen statt Geldleistungen. Diese Regierung, sie gibt Jahr für Jahr 50 Milliarden Euro aus für Migranten, während die Rentner verarmen. Wollen wir das? Nein, wir werden das ändern, meine Damen und Herren. Und das Versagen ist ablesbar. Der Einlass krimineller Flüchtlinge aus der Schweiz ist selbstverständlich ein Beleg für das Scheitern der Sicherheitspolitik. Keine Kontrolle mehr, wer nach Deutschland kommt, sich hier bei uns bewegt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen inzwischen vor dem täglichen Einzelfall Angst haben müssen, überall ihre Freiheit zurücknehmen müssen, sich vorsehen müssen, der Sicherheit zuliebe. Und währenddessen die Regierung all diese Folgen ihres Handelns, siehe Stuttgart, von ihren Staatsmedien totschweigen lässt. Menschen sterben hier, weil diese Regierung das Unintegrierbare integrieren will. Es ist doch komisch, dass Afrikaner und Araber, Moslems, gewisse Werte erst lernen müssen. Allen anderen, Amerikanern, Osteuropäern, Russen, Chinesen, Japanern, Koreanern, musste man das nicht erklären. Die haben hier keine Clans gebildet, vergewaltigt, gemordet oder zwingen anderen ihre Religion auf. Wenn es so weit ist, dass ein Freibad geräumt werden muss, weil es einfacher ist, mal eben 1000 Besucher nach Hause zu schicken, als ein paar aggressive Störer zu identifizieren, dann, meine Damen und Herren, dann ist mit diesem Staat gewaltig was in Unordnung.